wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich folgendes Thema mit dabei. Und zwar möchte ich heute gerne mit dir darüber reden, wie man die Monotonie einer Funktion rechnerisch bestimmt. Das heißt, wir haben eine Funktion gegeben und wir sollen dann die Bereiche rechnerisch bestimmen, in denen diese Funktion steigend bzw. fallend ist. Ja, und falls dich das Ganze interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und wir sehen uns wie gewohnt nach dem kurzen Intro wieder. Geht es also ganz konkret um diese Funktion f von x ist gleich x hoch 3 minus 3x. Und hier an die Seite, da habe ich dir schon die Schritte hingeschrieben, die du eigentlich auf jede andere Funktion auch so übertragen kannst, sodass du dann zu dem richtigen Ergebnis, das heißt zu den richtigen Bereichen, in denen die Funktion steigend oder fallend ist, ja gelangst. Im ersten Schritt, falls du es nicht schon gemacht hast, brauchst du die x-Koordinaten der Extrema, sprich die x-Koordinate des Hochpunktes und des Tiefpunktes. Ich habe in meinem vergangenen Video, oder es ist schon ein bisschen länger her, von dieser Funktion schon die Extrema berechnet. Sie hatten diese Koordinaten. Wenn du allerdings ein Beispiel hast, bei dem du das noch nicht gemacht hast, dann bildest du am besten die erste Ableitung von dieser Funktion, setzt diese gleich 0 und löst dann diese Gleichung. So, im zweiten Schritt, also vielleicht nochmal ganz kurz, im ersten Schritt würde ich mir nochmal rausschreiben, was die x-Koordinaten waren. Wir hatten die erste x-Koordinate bei minus 1 und die zweite x-Koordinate bei 1. Das sind ja die x-Koordinaten der Extrema. Damit hast du auch dann schon den ersten Rechenschritt sozusagen abgearbeitet. Im zweiten Schritt rate ich immer ganz gerne dazu, einen Hilfsstrahl zu nutzen. Denn dieser Hilfsstrahl, der hilft dir dann im dritten Schritt dann dabei, die Intervalle aufzustellen. Wie funktioniert dieser Hilfsstrahl? Naja, du machst ja einen Strahl, also eine Linie, beschriftest ihn am besten im unteren Ende mit minus unendlich, am oberen Ende, ich hoffe man kann es sehen, hier, mit plus unendlich und an diesem Strahl, da trägst du deine x-Werte der Größe nach geordnet ein. Das heißt, die minus 1 ist ja näher an der minus unendlich dran als die 1. Das heißt, erst die minus 1 verwenden, zack, Strich ran, Zahl hinschreiben. Dann die zweite Koordinate, zack, Strich hin, Zahl ran. Falls du sogar noch mehr hast, dann würdest du genauso weiter vorgehen. Dieser Hilfsstrahl, der hilft dir nämlich jetzt im dritten Schritt, die Intervalle aufzustellen. Denn dein erstes Intervall geht dann von minus unendlich bis minus 1. Das kannst du dann genau an diesem Hilfsstrahl ablesen. Du kannst ihn natürlich weglassen, wenn du dir das in deinem Kopf genauso vorstellen kannst. Aber falls du irgendwie Schwierigkeiten damit hast, benutze ihn gerne. Das heißt, erstes Intervall von minus unendlich bis minus 1. Immer die runden Klammern oder die ausschließenden. Denn wir wollen jetzt gerade die Bereiche bestimmen, in denen die Funktion steigend oder fallend ist. Wenn ich jetzt hier bei der minus 1 eine einschließende, das heißt eine eckige Klammer nach innen nutzen würde, würde ich danach falsche Aussagen womöglich tätigen. Denn bei minus 1 ist diese Funktion weder steigend noch fallend. Das heißt, wenn ich dann jetzt hier drunter schreibe, komplett steigend, komplett fallend, wäre das so nicht ganz mathematisch korrekt. Das heißt, runde Klammern oder die eckigen nach außen, das bedeutet ja genau dasselbe, dann bist du da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, dass du da keine Punkte abgezogen bekommst. Das zweite Intervall geht dann sicherlich von minus 1 bis 1. So. Auch hier wieder die ausschließenden Klammern. Und das dritte Intervall geht dann von 1 bis plus unendlich. Also von 1 bis plus unendlich. Damit hast du auch schon den dritten Schritt abgehakt. Du siehst, es fehlt eigentlich nur noch ein einzelner Schritt. Hier nehmen wir uns nämlich Zahlen, die in dem jeweiligen Intervall liegen. Das heißt nicht die Grenzen, irgendwas in der Mitte. Also fürs erste Intervall dürfte ich nicht die minus 1 nehmen. Fürs zweite Intervall dürfte ich nicht minus 1 und 1 nehmen. Fürs dritte Intervall dürfte ich nicht die 1 nehmen. Du verstehst, was ich also meine mit nicht die Grenzen benutzen. Sondern eine Zahl, die wirklich in diesem Intervall liegt. Und diese Zahl, die setzt man dann in die erste Ableitung ein, rechnet das Ganze aus und deutet dann das Ergebnis. Du brauchst also die erste Ableitung, sprich wir müssen diese Funktion noch einmal ableiten. Falls du übrigens noch Probleme beim Ableiten hast, ich verlinke dir entsprechende Videos unten in der Infobox oder hier, wenn du auf das i klickst. Ableitung von x hoch 3 ist 3x². Ableitung von minus 3x ist minus 3. So, wir fangen mit dem ersten Intervall an. Ich würde sagen, welche Zahl nehmen wir? Zum Beispiel x gleich minus 2. Denn die minus 2 liegt ja in diesem Intervall drin. Ich bilde jetzt also f' von minus 2. Das heißt, ich ersetze jetzt jedes x in diese Ableitung durch die minus 2. Dann bin ich also bei 3 mal in Klammern minus 2 hoch 2 minus 3. Und diesen Ausdruck, den muss ich jetzt ausrechnen. Denk immer dran, Potenzen gehen vor. Das heißt, die erste Rechnung ist hier also minus 2 hoch 2.
Das steht für minus 2 mal minus 2, das ist 4. Ja, 3 mal 4 ist 12. Das Ganze nochmal minus 3. 12 minus 3 ist 9. Wir haben hier also eine positive Zahl raus. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass dieses Intervall hier steigend ist. Das heißt, diese Funktion ist von minus unendlich bis minus 1 komplett durchgängig steigend. Zweites Intervall. Kommen wir zur, ja, da würde ich sagen, nehmen wir genau die 0, denn das ist immer besonders einfach damit zu rechnen. Setzen genau wieder diese 0 in die erste Ableitung ein, bilden also f' von 0. Sind dann bei 3 mal 0 hoch 2 minus 3. Auch hier wieder Potenz geht vor. 0 hoch 2 ist 0, 3 mal 0 ist immer noch 0, 0 minus 3 ist minus 3. Hier haben wir ein negatives Ergebnis. Also weißt du schon, dass dieser komplette Bereich fallend ist. So, jetzt noch das letzte Intervall. X gleich 2. So, würde ich sagen, du hättest aber auch die 3 nehmen können. Wichtig ist, wie gesagt, nur, dass diese Zahl in diesem Bereich ist. Dann setze ich also die 2 in die erste Ableitung ein, bilde also f' von 2. Rechnung ist also 3 mal 2 hoch 2 minus 3. Wenn wir das Ganze ausrechnen, 2 hoch 2 ist 4, 3 mal 4 ist 12, 12 minus 3 ist 9. Hier haben wir wieder ein positives Ergebnis, also wissen wir, dass diese Funktion in diesem Bereich steigend ist. Und damit hast du auch schon den vierten Rechenschritt mit diesen ganzen Rechnungen abgehakt. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses Video geholfen hat. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback dalassen würdest, zum Beispiel in Form eines Kommentars oder einer Bewertung. Das höchste der Gefühle wäre natürlich, wenn du dieses Video mit Menschen, die es gerade wirklich bitter nötig haben, die es gerade auch lernen müssen, teilen würdest, zum Beispiel über WhatsApp und so weiter und so fort. Und ja, jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.